Die eineigen Zwillinge Louis und Leo bestimmen derzeit das Leben von Tanja Stjuktsenko. Jetzt verrät die Ex-Alles-was-zählt-Darstellerin, wie sie es schafft, die beiden auseinanderzuhalten und dass das am Anfang gar nicht so einfach war. Tanja Stjuktsenko, 43, macht kein Geheimnis daraus, dass ihr neues Leben mit den Zwillingen Leo und Louis ihr einiges abverlangt. Für diese ehrlichen Einblicke lieben ihre Fans und Follower sie. Jetzt erklärt die Ex-Alles-was-zählt-Darstellerin, wie sich ihre Jungs mittlerweile schon voneinander unterscheiden und erinnert sich daran, dass es die ersten Tage im Krankenhaus gar nicht so leicht war, Leo und Louis nicht zu verwechseln. Leo und Louis sind eineiige Zwillinge und das sieht man auch. Auf den ersten Blick sind die beiden 4 Wochen alten Babys kaum zu unterscheiden. Und sogar Mama Tanja hatte am Anfang so ihre Probleme damit. In den ersten Tagen auf der Frühchenstation hatte ich auch so meine Probleme und dachte schon darüber nach, wie wir die beiden markieren, damit wir sie nicht verwechseln. Ich dachte an ein kleines Wollband oder ähnliches, das man um den Fuß binden könnte. Scherzt die ehemalige Eiskunstläuferin in ihrem neuesten Posten. Auf dem dazugehörigen Foto sind Leo und Louis zu sehen, wie sie friedlich in ihrem Bettchen schlummern. So ähnlich sich die Jungs auch sehen, ihre Mama kann sie mittlerweile dennoch problemlos voneinander unterscheiden. Vor allem auch wegen ihres Wesens, so Tanja. Sie sind in ihrer Gleichheit immer noch unterschiedlich genug. Optisch und auch vom Verhalten und doch ob nun eineig oder zweieig in vielerlei Hinsicht sind Leo und Louis dann eben doch Zwillinge und sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Schreien können sie beide gleichermaßen gut, aber auch selig nebeneinander schlummern. Überhaupt haben sie einen sehr gleichen Rhythmus, was das Wachsein und den Hunger angeht. Sie hatten auch schon mehrfach gleichzeitig Schluck auf, die Hose gleichermaßen voll und trinken sich ebenfalls gleichzeitig satt, wenn ich beide parallel anlege, so die stolze Mama Tanja Stjuktsenko. Und da wird jede Zwillingsmama zustimmen können.